Moin aus Hollen, der größte Ortsteil der Gemeinde Oblengen im Landkreis Leer. Der Ort steht auf einer Fläche von etwa 1000 Hektar und mehr als 1200 Menschen leben hier. Und obwohl sich hier eine Hauptstraße durch den Ort zieht, würde ich Hollen als ruhig und idyllisch beschreiben. Ja, wir leben gerne in Hollen, weil hier wirklich viel Natur ist, ruhiges Leben, viele Sehenswürdigkeiten, viele an den Kanälen, Fahrradfahren und freuen uns auf das schöne Wetter. Mitten im Ort steht die evangelisch-lutherische Christuskirche. Sie wurde 1896 im neugotischen Stil erbaut. Die Errichtung kostete damals 54.860 Mark. Die erstmalige Erwähnung Hollens, damals noch Holania genannt, fand im 10. Jahrhundert statt. Der Ortsname bedeutet Stechpalmenwald oder sumpfiges Baumgebiet. Ja, an Hollen finde ich besonders schön, dass es ein kleiner Ort ist. Wir haben die Kirche in der Nähe, wir haben einen kleinen Supermarkt, wir haben einen Arzt. Man kann alles mit dem Fahrrad hier abklappern und einen Bäcker hier noch in der Nähe. Und Hollen hat eine Menge zu bieten. Unter anderem gibt es hier eine Grundschule, eine Kita, einen Fußballverein, den FTC Hollen und weitere Vereine, etwas Gastronomie und auch einen schönen Dorfteich. Auch Ferienhäuser und Wohnungen gibt es im Ort. Aber das ist noch nicht alles. Der nachfolgende Sprecher erzählt uns, was es hier noch alles gibt. Also an dem Ort Hollen gefällt mir ganz besonders, dass wir noch einen Bäcker, einen eigenständigen, selbstständigen Bäcker haben, dass wir einen schönen Discounter noch haben, nah und gut. Und dass wir noch über den Heizungsbauer verfügen und Friseurgeschäft. Und wir haben im Ort auch noch das Altersheim oder altenbetreutes Wohnen, Kindergarten, Schule, Krippe und die Feuerwehr ist auch noch ansässig. In den 1990er Jahren hat Hollen mal an einem bundesweiten Wettbewerb teilgenommen. Unser Dorf soll schöner werden, war das damalige Motto. Und Hollen belegte damals den zweiten Platz. Ein hübscher Ort. Mir hat der Rundgang durch Hollen gut gefallen. Verratet mir doch noch, aus welchem Ort ihr zuschaut und was eure Stadt, eure Gemeinde oder euer Dorf besonders macht. Vielleicht besuche ich dann euren Wohnort auch einmal mit der Kamera. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis bald aus einem anderen Ort.